Der Fachbereich der Anästhesie wird heute durch die Demografie und Gewichtsentwicklungen vor Herausforderungen gestellt. Wir haben zunehmend ältere Patienten auch mit größeren Eingriffen. Und durch die sogenannte Adipositas-Pandemie stehen die Anästhesieärzte, insbesondere in den westlichen Industrieländern, vor dem Problem der korrekten Dosierung. Das AOA-Konzept ermöglicht eine individuelle und maßgeschneiderte Anästhesie. Das bedeutet, Sie können die Tiefe der Anästhesie überwachen, Sie können die Analgesie überwachen und Sie können die Tiefe der neuromuskulären Blockade je nach den Bedürfnissen des einzelnen Patienten überwachen. Und das ist für die moderne Anästhesie von überragender Bedeutung. Der Patient hat ein erhebliches Risiko für unerwünschte Nebenwirkungen, beispielsweise ältere Patienten, Patienten mit Komorbitäten, adipöse Patienten sowie bei Eingriffen, die nur kurze Zeit dauern, bei denen ich wissen muss, wie ich meine Anästhetika dosiere, um schnelle Durchlaufzeiten zu ermöglichen und ein verzögertes Aufwachen aus der Anästhesie zu vermeiden. Bisher haben wir uns auf einige hämodynamische Variablen gestützt und, wie wir alle wissen, gibt es viele Patienten, bei denen uns hämodynamische Variablen keine Auskunft darüber geben, wie es den Patienten in Bezug auf Nozizeption und Analgesie geht. Stellen Sie sich Patienten unter einer Beta-Blockade vor. Sie können nicht mit einer ansteigenden Herzfrequenz reagieren. Deshalb ist es extrem wichtig, zuverlässige Variablen zu haben, die Ihnen Anhaltspunkte für die adäquate Analgesie geben. Die Entropie hilft hauptsächlich auf zwei Arten, das Ergebnis für den Patienten zu verbessern. Hier ist zunächst an ein unerwünschtes Aufwachen von Patienten zu denken, bei denen die Hypnotikumdosierung unzureichend war. Das kann zu einer traumatischen Belastungsstörung führen. Und zweitens kann bei Patienten eine zu große Schlaftiefe auftreten, die beispielsweise Hypotonie verursachen kann. Und wir alle wissen, dass Hypotonie signifikant mit Morbidität und schlechten Operationsergebnissen verbunden ist. Die individuell maßgeschneiderte punktgenaue Anästhesietiefe verhindert somit alle diese unerwünschten Vorkommnisse, wie Aufwachen während des Eingriffs und eine zu tiefe Anästhesie. Die neuromuskuläre Überwachung ist insbesondere bei modernen Operationsverfahren wie laparoskopischen Eingriffen oder Eingriffen mit Roboterunterstützung für alle Patienten, die eine neuromuskuläre Blockade erhalten, entscheidend und unverzichtbar. Um optimale Bedingungen für den Operateur zu schaffen, ist hier eine tiefe neuromuskuläre Blockade erforderlich. Am Ende des Eingriffs haben Sie jedoch einen Patienten, der sich von der neuromuskulären Blockade vollkommen erholt. Und das ist nur mit einer genauen Überwachung möglich. Ich glaube, dass die Patientenüberwachung immer schon eine zentrale Kompetenz und ein zentrales Konzept der Anästhesie war. Deshalb glaube ich auch, dass wir die fortgeschrittenste Überwachung für unsere Patienten nutzen sollten, über die wir verfügen. Und die Vorteile einer geeigneten Überwachung stellen wir auch in der hämodynamischen Stabilität mit Blick auf die Durchlaufzeiten sowie auf die Schulung von Assistenzärzten fest. Deshalb empfehle ich meinen Kollegen den Einsatz einer modernen Überwachung wie AOA.